Das Promi-Geflüster heute wieder mit einer ESC-Ausgabe sozusagen. Ich stelle ja jetzt in den nächsten Tagen, Wochen die ESC-Bewerber für den ESC überhaupt mal vor. 6 Bewerber waren es, die jetzt in die engere Auswahl kommen und am 4. März sozusagen der Jury nochmal vorgestellt werden. Und einer davon kann es natürlich nur sein, der dann nach Turin darf, um im Mai Deutschland beim ESC zu vertreten. Letzte Woche oder in der letzten Ausgabe war es die Felicia Lu und heute haben wir den Eros mit dabei, den Eros Atomus, so nennt er sich oder beziehungsweise so heißt er. Und ich sage mal Hallo und herzlich willkommen, grüße dich. Hallo, moin moin. Moin moin, genau, moin moin, das heißt, es klingt norddeutsch, du bist in Flensburg. Genau, so. Ich bin gerade in Flensburg, in Nähe Dänemark, an der Grenze. Genau, wenn ich jetzt so deinen Werdegang aus der Presseinfo ein bisschen hier da mitverfolge und lese, du bist ja wirklich sehr international schon aufgestellt und das mit 21 Jahren. Du hast schon in USA gelebt, in den Niederlanden und wo war es noch überall? Karibik, China. Oh, Wahnsinn. Wie kam es da dazu? Gute Frage. Ich war natürlich noch sehr jung, aber meine Eltern waren einfach flexibel und wollten, dass ich viel von der Welt sehe. Okay. Und dann sind wir alle 2 Jahre irgendwo anders hingereist. Mein Vater war auch immer schnell, irgendwo langweilig. Sehr interessantes Leben, auf alle Fälle. Ja. Auf alle Fälle. Und genau. Demnach hast du aber auch die Sprachen dann entsprechend drauf, ne? So ein paar, zwar nicht fließend, aber so die Basics mitgenommen. Und, ja. Ich glaube, das ist ja dann schon mal ganz hilfreich, wenn du dann Interviews geben musst, dann beim ESC dann, ne? Hoffentlich. Wenn es dann also soweit kommt, ne? Genau. Ja, erstmal nach Turin und dann... Genau, erstmal Italienisch dann noch, genau. Aber in Bayern hast du auch gelebt, also da bist du aufgewachsen. Die ersten Jahre. Geboren bin ich in Bayern. In Aschaffenburg, genau. Ja gut, das ist dann wieder so, schon wieder Richtung Hessen da, so geht es ja da schon wieder hin, ne? Ja, direkt mit einem Bier in der Hand. Ja. Wahnsinn. Okay, egal, sei es drum. Musikalisch, seit wann bist du hier so mit der Musik verwurzelt? Eigentlich gar nicht so lange. Seit meiner Jugend habe ich so angefangen, mir selbst Gitarre beizubringen. Ich fand das immer schön, so dieses Gitarre am Lagerfeuer. Und habe dann auch mich einfach auf die Straße gestellt, ein bisschen Straßenmusik gemacht, um mein Taschengeld zu verdienen, also nebenbei. Und irgendwie kam es dann dazu, dass ich auch rübergesungen habe und mich dann irgendwann bei The Voice beworben hatte. Und das dann sehr erfolgreich war, komischerweise. Ja. Und jetzt natürlich hier die Chance hast, beim ESC dich zu bewerben, beziehungsweise der Jury zu stellen, die dich dann auswählt oder vielleicht auswählt, um Deutschland zu vertreten dann. Ne? 6 Ja, Bewerber. Wahnsinn. 1-6. Genau, 6 Bewerber sind es ja, genau. Dein Song nennt sich wie? Alive. Mein Song nennt sich Alive. Genau, Leben. Also schön am Leben zu sein, genau. Schönes Lebensgefühl gibt es darüber. Macht auch ziemlich Laune, den Titel zu hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es fällt einem wirklich schwer, aus den 6 da einen Favoriten rauszuwählen. Es ist nicht leicht. Das stimmt. Ich mag den Song auch sehr gern, weil bei uns im Norden regnet es immer und es ist immer so ein bisschen düster und depressiv dadurch. Aber ich hatte einfach mal mir gesagt, so ey, jetzt das muss aufhören. Eigentlich ist es doch geil, am Leben zu sein. Und so ein bisschen Hoffnung für die Menschen, weil ich glaube, alle gehen jetzt gerade durch eine schwierige Zeit oder sind durch eine schwierige Zeit gegangen. Einfach, genau. Ja, also von daher natürlich eine tolle Nummer, genau. Und da muss man auch wieder feststellen, deswegen
Kommen wir jetzt mal ganz kurz zur Gitarre. Da gibt's, hast du eine ganz spezielle Art oder einen speziellen Stil entwickelt, die Gitarre zu spielen? Was hat es denn damit auf sich? Weißt du, Ja, worauf ich hin will? ich schlag immer gerne auf der Gitarre rum, wie ein Wahnsinniger. Okay. Ja, irgendwann kam es dazu, dass ich dachte, ein Schlagzeug wäre ganz passend. Der Körper der Gitarre ist halt auch ganz, ganz geil. Und dann kann man so ein bisschen rumexperimentieren. Schlussendlich habe ich dann auf dem Schoß viel gespielt, damit ich auch die Gitarre besser höre, damit das Loch auch auf meine Ohren zeigt, den Körper der Gitarre perkussiv genutzt, genau als Schlagzeug. Also zwei Instrumente quasi in einem. Okay. Und das klingt dann wie? Ich stimme aber dafür nochmal kurz. Einfach solche Sachen. Ja, sehr gut. Und wenn man dann deine Nummer, deinen Titel hört, für die Zuschauer mal, vielleicht ganz kurz mal zwei, drei Takte mal. Geht es? Ja, ich versuche da Ja, mal was. sehr gut. Es ist eigentlich ein Mix zwischen Lapsteel und normaler Gitarre. Tatsächlich habe ich den anfangs normal komponiert, aber dachte dann für die ESC-Bühne wäre das natürlich schon ein Hingucker. Ja, das hat irgendwie Okay. dann gut gepasst. Ja, gut. Das ist das Ergebnis. One night, lonely road, burn fire, and deep inside me, nothing's right here. One night, change the light, and it's great to be alive. It's great to be alive. Sehr gut. Auch da Irgendwie so. kommt noch gleich was dazu. Nee, den wollte ich. Den wollte ich. Genau. Sehr gut. Okay. Der Titel, wie gesagt, der ist von dir. Alles Musik und Text. Ja, Text komplett von mir. Den Song selber, da habe ich mit ein paar Freunden zusammengeschrieben. Okay. Da haben wir uns dritt hingesetzt und haben Spaß an der Musik gehabt, ja. Sehr gut. Das haben wir jetzt von der Felicia letzte Woche schon erfahren, dass das eigentlich so die Voraussetzungen waren, sich zu bewerben, dass man wirklich hier seine eigenen Sachen mit einreicht, gell? Genau, mein Vater meinte auch schon zu mir, ey, ich kaufe dir einen Song und dies und das, wenn du da wirklich hin sollst. Aber ich meine ganz klar zu ihm so, nee, wenn ich da hin will, dann will ich auch mit meinem eigenen Song auftreten, meine Story erzählen. Ja, deswegen freue ich mich riesig, dass es geklappt hat, dass du vorhin scheißt. Jetzt bin ich gespannt, was noch so passiert. Ich Ja, liebe den auf alle. Song und ich habe Spaß an ihm Ja, ich auf hoffe, alle ich kann das Fälle. auch mit anderen Wie teilen. Ja. wirst du performen? Bist du alleine auf der Bühne oder hast du noch auch eine Band mit dabei?
Tatsächlich habe ich ja in der Vergangenheit oft alleine gespielt oder quasi immer alleine gespielt. Und ich werde auch alleine anfangen mit dem Lab-Style. Aber dann fällt der Vorhang und eine Band steht da. Auch auf der Produzent und der Marcel und Schlagzeuger aus meiner alten Band. Und dann stehen wir da alle zusammen auf der Bühne. Und weil der Song soll ein bisschen größer werden und auch die Leute zusammenbringen. Ja, Also passt es da wird, schon wird hinterher, spannend. genau. Da bin ich schon Ja. gespannt, was da passieren wird. Ganz genau, richtig. Ja, dann zählt es natürlich, jetzt hier das Publikum zu überzeugen, beziehungsweise die Jury zu überzeugen. Ganz klar, die Social Medias sind natürlich da auch gefragt, ne? Wie groß ist denn da deine Fangemeinde? Social Media ist tatsächlich nicht so meins, muss ich zugeben. Ich bin jetzt nicht so ein Influencer. Ich gebe mein Bestes, meine Musik zu teilen und meine Gedanken zu teilen. Okay. Aber Social Media selber ist mir so ein bisschen zu fake. Okay. Da irgendwas, das meiste ist eigentlich nur irgendwas vorspielen oder ja, auch in der Musik. Du musst die Musik dann auch irgendwie so komponieren, dass du den Zuhörer innerhalb von 2 Sekunden catchst. Und das ist einfach auch nicht das, was ich erreichen will. Wenn die Leute keine Aufmerksamkeit haben, länger meine Musik zu hören, dann ist es sehr schade. Aber ich liebe es, live zu spielen und hoffentlich geht das auch bald wieder los mit Live-Konzerten. Ganz Und genau, richtig, da ja. ist mir das wichtig, dann auch Songs gespannt zu gestalten und nicht nur für 10 Sekunden. Genau. Sehr gut. Ja, klar, die letzten 2 Jahre waren natürlich hier für einen Musiker die Hölle, kann man sagen, nicht auf die Bühne zu dürfen. Wo trifft man dich denn dann an? Also du bist natürlich klar, Flensburg ist Schleswig-Holstein. Wo warst du denn schon? Was waren so deine Highlights? Meine Highlights, ich bin tatsächlich während Corona auch viel durch Deutschland gereist und habe Privatkonzerte gegeben. Mache ich immer noch stets. Das ist ganz, ganz spannend immer, ob das jetzt beim Grillen ist, beim Geburtstag, bei einer Hochzeit, im Altersheim, überall einfach Musik machen und Spaß haben mit den Menschen. Und ich muss sagen, das war eine sehr schöne Erfahrung auch, weil normalerweise auf Konzerten stehst du immer auf der Bühne und hast so einen Abstand zu den Menschen. Aber das war viel persönlicher, privater und alle haben zusammen gefeiert und auf ein Bier angestoßen. Und ja, war eine coole Zeit. Also das heißt, da kann man dich dann wirklich buchen für ganz private Feier, Gartenparty, wie auch immer. Ja, tatsächlich. Einfach auf meine Website www.erosatomus.com und dann findet man da alles. Ja. Ja, sehr schön, sehr schön. Nee, vielleicht macht das ja auch einer, wer weiß. Vielleicht hat ja einer den nächsten Geburtstag und braucht noch einen guten Musiker dazu, ne? Ja. Ja, jetzt, wie bereitest du dich jetzt auf den ESC dann vor, beziehungsweise jetzt erstmal auf den Vorentscheid? Was sind so deine Rituale oder ja, gibt es irgendwas Besonderes? Rituale, also natürlich ist jetzt ganz viel zu tun. Am meisten will ich aber gucken, dass ich nicht die Musik verliere, mich darauf auch noch stark konzentriere, weil man natürlich wenn der Kopf überall woanders ist, da irgendwie schnell an sich selbst verliert. Und deswegen versuche ich jetzt auch wieder vielleicht ein bisschen raus auf die Straße mich zu stellen. Ich gucke mal, ob das alles was wird und versuche mein Live-Setup nochmal zu perfektionieren, damit ich dann auch hoffentlich nach dem Vorentscheid wieder Konzerte geben kann oder Privatkonzerte und ja, damit man die Musik dann auch live erleben kann, hoffentlich bald. Ja, ganz klar. Wie sieht's dann aus? Ich sag mal, klar, es kann jetzt nur einer gewinnen. Ich habe es auch mit Felicia gesprochen. Ihr seid ja alle so eine kleine Familie, dann glaube ich dann doch schon zu langsam, wenn man da euch dann gegenseitig dann unterstützt. Ich sag, egal wer jetzt dann nachher weiterkommt, aber man wird die anderen dann entsprechend denjenigen, der die Fahrkarte hat, weiterhin die Daumen drücken, oder? Ja, natürlich würde man jetzt denken, wir sind alle Konkurrenten, aber das
Das ist überhaupt nicht so. Alles coole Leute, und ich freue mich riesig, mit denen zusammen da beim Vorentscheid spielen zu dürfen. Und auch Wahnsinnsgefühl, dass einer von uns sechs nach Turin fährt. Und da, wer das schlussendlich sein wird, das liegt nicht in unserer Hand. Das entscheiden die Zuschauer. Das ist Geschmackssache. Aber ich drücke da jedem die Daumen und hoffe, dass wir zusammen als was Gutes für Deutschland präsentieren können. Ja. Ja, auf alle Fälle. Da von mir auch hier Daumen drücken, ganz klar. Und vielleicht sind natürlich unsere Zuschauer natürlich jetzt auch auf deiner Seite. Wer weiß, da wollen wir jetzt, wie Das wäre gesagt, auf jeden Fall schön. Danke auch noch ein dafür. bisschen heiß machen, dass die richtigen Stimmen an dich rausgehen. Ganz genau. Ja, und erleben kann man dich dann, wie gesagt, auf den Bühnen, wenn es ist. Das haben wir ja gerade schon gesprochen. Was passiert jetzt darüber hinaus, wenn das ESC vorbei ist? Was sind deine Pläne für die Zukunft? Mein Plan für die Zukunft ist auf jeden Fall, jetzt durch Deutschland, durch Europa, einfach Musik zu machen, so viel ich kann, 300 Mal im Jahr, wenn es geht. Und ja, einfach neue Leute kennenlernen, neue Kulturen, neue Sprachen, neue Orte. Und dann würde ich, war ich am Überlegen, mit dem Camper durch Europa zu reisen und mit meinen Gitarren und Okay. einfach Spaß zu haben am Leben. Genau, weil es ist geil, ist im Leben zu sein. Ja, nee, It's great to be alive. genau, und musikalisch, was kann man da erwarten? Da gibt es irgendwann auch hoffentlich dann ein Tonträgeralbum oder was ist da geplant? Genau, musikalisch habe ich in den letzten Jahren an einer Platte gearbeitet. Die wird ziemlich geil. Da freue ich mich drauf. Jetzt ist natürlich erstmal live im Fokus, aber im Sommer kommen dann ganz viele coole neue Songs und das wird spannend. Wird spannend, sehr gut. Ja, also dann würde ich auch da sagen, dir alles, alles Gute, viel Erfolg für den 4. März. Drück mal ganz fest die Daumen. Da Ja, geht es ja wirklich danke dir. Danke. um die Wurst, gib alles. Und dann hoffentlich machen wir dann eine Fortsetzung, wenn es dann soweit ist. Ne? Also wir werden da schon Augenmerk drauf haben. Das würde mich freuen, ja. Dann dir herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier ein bisschen Auskunft über dich zu geben. Und hoffe, wir bleiben in Kontakt und hören noch hoffentlich viel in der nahen Zukunft von dir. Dafür Ja, alles, das alles stimmt. Gute. Ja. Danke. Ja, in diesem Sinne, mach's gut und bis bald. Ja, Na, den Zuschauern ebenso. natürlich danke Ciao. fürs Zuschauen.